In diesem Video geht es mal darum, wie ändert sich die Benennung oder die Verfolgung von gleichen Flächen in Gänsefüßchen bei Modifikation von Geometrien. Ich habe also jetzt hier mal ein Beispiel: Fusion zwei Zylinder und einen Quader. Und es gibt hier die kleine Modifikation, die unterscheidet sich jetzt dadurch, dass jetzt dieser Quader verändert worden ist. Hier mal im Vergleich, also der große Zylinder verschiebt sich hier ein Stück und man kann jetzt mal gucken, was ändert sich da effektiv oder was ändert sich nicht. Was nicht geändert wird, ist diese Fläche, diese Fläche, diese Fläche und das Stück. Alles andere passiert da irgendwas und wir wollen uns das jetzt mal im Datenmodell anschauen. Und ich habe die Daten jetzt alle schon mal in die Datenbank reingeladen und das erste Bild wäre also hier die Frage: Zeig mir alle Shapes an, die es da gibt. Und ich wiederhole einfach die Abfrage nochmal und da sehen wir hier eigentlich zwei Strukturen. Hier sehen wir einmal mehrere Fusionen. Die alle auf einen Zylinder, ein Cube und einen zweiten Zylinder aufsetzen. Und da haben wir einmal diese Fälle hier, die direkten Fusionen, die sofort alle drei Elemente nehmen. Und das andere sind solche kaskadierte Fusionen. Erst mache ich eine Fusion aus zwei Objekten, erhalte ich die dritte. Und hier in dem Fall auch werden hier erst die beiden fusioniert zu diesem Ergebnis. Und dann kommt das Endergebnis und hier, das ist ein komplett anderer Körper. Das eine jetzt war der rote und das ist dann der blaue Körper, wo wir einfach drei Objekte haben, die alle fusioniert werden und unterscheidet sich dieses Objekt von dem hier drüben dadurch, dass der eine Zylinder verschoben ist. So. Nächstes Bild, was wir uns jetzt anschauen, ist die Frage: Zeige mir jetzt einfach mal für diese beiden Fusionen, Rot und Blau, an alle Flächen. Also, wenn ich das ganze Ding ausführe, kommt sowas raus. Ich habe also zwei Fusionen. Sehe jetzt die Flächen. Was jetzt auffällt, ist, es gibt hier drei Flächen, die bei beiden gleich sind. Das hatte ich vorhin auch schon mal gezeigt im 3D-Modell und alle anderen Flächen weichen irgendwie ein bisschen ab. Was wir hier sehen, jedes Objekt hat drei Zylinderflächen und das ist auch schnell erklärt. Also nochmal die drei Zylinderflächen, die sehen wir hier oben und dort unten. Okay, nächstes Bild. Im nächsten Bild ist jetzt die Frage: Ich möchte jetzt gerne alle Flächen der beiden roten und blauen Körper miteinander vergleichen. Und da ist die Abfrage in der Datenbank: Zeig mir alle Shapes, Fusion 6 oder Fusion 5. Und von dort aus weitergehend die Flächen, die dran sind und die Gärten, die die haben. Und wenn ich das mache, wenn ich das ausführe, bekomme ich dieses Bild. Und da sehe ich jetzt, ich habe also zunächst erstmal hier zwei Zylinderflächen, die den gleichen Garten haben. Das wäre das Stück hier. Das ist in beiden Fällen das gleiche, also eine Fläche, die zu beiden gehört. Mit einer leichten Modifikation hier und hier, dadurch, dass der andere Zylinder sich verschiebt. Die anderen beiden Zylinderflächen, die wir hier haben, die gehören jeweils nur zu einer Fusion. Und das sieht man jetzt auch. Mach das mal aus. Die sieht man auch, also diese Fläche hier,
hat mit der blauen Fläche, die weiter innen drin liegt, gar nichts zu tun. Und hier ist innen die rote Fläche und außen die blaue. Die haben also überhaupt nichts miteinander zu tun. So, dann gibt es planare Flächen, die irgendwie miteinander zu tun haben. Das sehen wir zum Beispiel hier zwei Flächen, die zu beiden Fusionen gehören. Die gibt es nur einmal. Dann haben wir hier solche Fälle, dass wir hier einen Garten haben und bei dem Garten gibt es hier drüben zwei Flächen und an der anderen Seite gibt es auch zwei Flächen. Also eine gemeinsame Ebene, zwei Flächen werden modifiziert, es entstehen zwei andere Flächen. Schauen wir uns das mal an. Was sind das für Sachen? Das sind zum Beispiel sowas hier. Diese Fläche und diese Fläche liegen in einer Ebene, nämlich in dieser Ebene von dem Quader. Und beim Übergang vom roten zum blauen Modell ändern beide ein bisschen ihre Größe. Also nochmal rot und blau. Man sieht hier, die eine wird kleiner, die andere wird größer. Das haben wir einmal hier den Effekt, den haben wir hier und hier, das ist ein zweites Paar. Hier und hier ist ein drittes Paar. Also es gibt diese drei Paare, wo wir jeweils zwei Flächen haben. Das ist so ein Paar hier, das ist so ein Paar, das ist unten so ein Paar. Dann haben wir hier solche Effekte, dass wir eine Ebene haben, wo hier drei Flächen dazugehören. Und auf dieser Seite gehören auch drei Flächen dazu. Das ist zum Beispiel das hier. 1, 2, 3. Drei Flächen, die zur gleichen Ebene gehört. Hier unten das gleiche Spiel nochmal. Wir haben hier eine Fläche, wo es hier eine Ebene, wo es eine gemeinsame Fläche gibt bei beiden. Und es gibt dann auch nochmal eine im Bereich, der sich ändert. Das ist zum Beispiel hier der Fall. Hier haben wir ein Stück, das bleibt, das ist in beiden gleich und dieses Stück ändert sich, weil wenn ich jetzt rüber gehe zu dem roten, wird es hier vorne kleiner. Der große Zylinder hat keinen Einfluss auf diese Fläche. So, das heißt vom Naming her wäre es klar, dass diese Fläche hier sowohl hier auch hier den gleichen Namen tragen sollte. In dem Fall ist es wirklich auch Phase 16. Phase 16, das passt auch zusammen. Und diese sollten, die beiden gegeneinander über. Hier habe ich Phase 12 und das wird auf der Seite auch wieder Phase 12. Das ist also okay. Was mache ich jetzt in den anderen Fällen? In den anderen Fällen, hier muss ich entscheiden, gehört jetzt diese Fläche zu dieser Fläche oder gehört diese Fläche zu jener Fläche. Wie kann man das machen? Dazu nehmen wir mal den Fall hier. In dem Fall habe ich hier den Garten und die Garten-ID habe ich mal geguckt, das ist 399 und ich lasse mir hier anzeigen den Garten. Ich lasse mir weiter anzeigen die Flächen, die zu den Garten gehören. Das sind diese vier Stück. Und ich lasse mir hier anzeigen die Kanten, die mit den Flächen verbunden sind. Und bei diesem Bild haben wir jetzt den Effekt, dass wir also hier eine Kante haben. Die ist eine gemeinsame Kante von diesen beiden Flächen. Und wir haben hier eine Kante, die ist gemeinsame Kante von diesen beiden Flächen. Und da ist es jetzt naheliegend zu sorgen, dass diese beiden Flächen, weil sie ja eine gemeinsame Kante haben, die gleichen sein sollten. Und hier unten ist es genauso. Diese Kante macht die beiden gleich und wir sind noch dran. Das heißt diesmal Phase 4, Phase 4. Das passt also in dem Fall auch zusammen. Das heißt in dem Fall führt eine Geometrieänderung nicht zur Umbenennung. Gehen wir jetzt weiter. Behandeln wir so einen Dreierfall, also den Fall,
dass wir hier einen Garten haben, wo auf der einen Seite drei Flächen sind, auf der anderen Seite auch drei Flächen. Das habe ich jetzt in dem Fall. Und zwar, wenn ich in Garten 406 nehme, das ist der hier, dann hat dieser Garten hier bei dem einen Körper diese drei Flächen und auf der anderen Seite der andere Körper hat diese drei Flächen. So, wie mache ich jetzt die Zuordnung? In dem Fall war die Frage, mit welchen Kanten sind diese Flächen verbunden? Und da stellt sich raus, dass es hier jeweils drei Kanten gibt. Die drei auf der einen Seite, die drei gibt es auf der anderen Seite, die so verbunden sind. Und was bedeutet das jetzt? Schauen wir uns erstmal an, was das bedeutet. Es handelt sich dabei, ich blende mal einen Körper aus, um dieses Gebilde. Das sind diese drei Flächen. Diese drei Flächen hier oben gehören zu einer Ebene und die haben jetzt gemeinsame Kanten. Wir haben also hier eine Kante, hier haben wir die zweite Kante. Das heißt, die beiden Flächen haben diese beiden Kanten gemeinsam. Die beiden Flächen haben diese Kante gemeinsam. So. Okay, wir haben also einmal eine gemeinsame Kante und einmal zwei gemeinsame Kanten. Und jetzt sehen wir, hier haben wir den Effekt. Diese beiden Flächen haben zwei gemeinsame Kanten. Was bedeutet jetzt? Wir können die beiden jetzt nicht unterscheiden. Also die gibt es hier auch. Wir wissen, die beiden gehören zu den beiden. Die beiden Flächen gehören auch zu den beiden Flächen. Das Besondere ist jetzt, dass eigentlich das ja keine zwei Flächen sind, sondern nur eine Fläche, die gerade im Moment durch diese beiden Kanten getrennt sind. Das heißt also, beim Fusionieren müsste hier diese beiden Kanten raus und da würde dort draus eine große Fläche werden. Das heißt, im System müssten jetzt diese vier Objekte zu einem Objekt zusammengeschmolzen werden. Und das gleiche hier. Und in dem Fall ist es dann einfach klar, dann gehören die zusammen. So, das hier ist eine Kante, eine Fläche, die hat jetzt nur diese eine Kante noch und das ist dann automatisch dieses äußere Objekt, was wir da haben. Noch deutlicher wird das Ganze, wenn man jetzt nicht nur die Kanten zeigt, die jetzt unmittelbar dastehen, sondern wenn man auch noch die Kanten zeigt, die nach außen rausgehen, dies also nur einmal immer im System in dem einen Körper gibt. Also um das einfach mal darzustellen, diese Kanten, die wir hier haben, die gibt es ja in beiden Systemen, rot und blau. Währenddem diese Kreise, die wir da haben, die gibt es einmal in der einen Fusion, einmal in der anderen Fusion. Und die hängen jetzt hier einfach außen dran. Die hängen einmal hier und das andere Mal hängen sie da. Und wie gesagt, man könnte jetzt einfach mal dort raus durch Vereinfachung, durch Zusammenlegen von Körpern hier Kanten einschmelzen und Flächen einschmelzen. Und dann erhält man wieder den Fall, dass man auf der einen Seite zwei Flächen hat und auf der anderen Seite hätte man auch zwei Flächen. So, auf die Weise ist es also möglich, auch Flächen, die nicht identisch sind, aufgrund ihrer Beziehungen zusammenzulegen.